Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zu Personality and Psychology Premium mit seriösen Tests und Tests zum Spaß. Wir sind natürlich nicht zum Spaß hier, deswegen fangen wir natürlich mit seriösen Tests an. Entschuldigung, wir spielen ja hier nicht. Es ist serious business, wir müssen rausfinden, wer wir sind. Wir haben nicht mal einen Namen, natürlich müssen wir erstmal die ernsten Tests machen. Entschuldigung mal bitte, seriöse Tests zum Spiel. Was sagen wir? Bist du glücklich? Ja, du liebe Zeit. Das Innere. Ich merke, das wird fantastisch. Ich kann das Wort nicht mal mehr aussprechen. Mag ich Veränderungen? Willkommen auf YouTube. Dann fangen wir jetzt direkt mal an. Wir fangen damit auf jeden Fall an. Frage 127. Unsere heutigen Künstler sind nichts im Vergleich zu früheren. Ist natürlich sehr, sehr wahr. Machen wir das jetzt ernsthaft oder machen wir das lieber nicht ernst? Das ist jetzt die Frage. Wir haben seriöse Tests. Wir machen das natürlich nicht. Ich meine, vielleicht, das ist totaler Blödsinn. Machen andere Sachen. Aber grundsätzlich sagen, dass jeder heutige Künstler schlechter ist als jeder frühere Künstler, ist schlicht und ergreifend falsch. So, das werden wir jetzt mal tun. Scheidungen sollten nicht so einfach sein Früher war alles besser. Gehen wir mal davon aus, dass alleine früher war alles besser schlicht und ergreifend falsch ist. Wieso? Frage 3 von 27. 20%. 3 zur 27 noch dazu. Wer hat dieses Quiz entwickelt, dass sie nicht mal mehr das rechnen können? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Wo sind wir hier gelandet? Das werden wir wahrscheinlich mal irgendwann rausfinden. Ich würde gerne in der Vergangenheit leben. So grundsätzlich. Was? Das ist so offensichtlich Fragen. Nein! Ich meine, man kann ja mal so ein bisschen, aber noch nicht durchgehend. Stell dir mal vor, was alles nicht da wäre. Nein, wir wollen nicht in der Vergangenheit. Was ist das für ein Scheiß? Ich bevorzuge es, mir bekannte Sachen zu machen. Jetzt, im Sinne jetzt von Essen oder was? Das ist ja nur, Moment, bekannte Sachen als was, als Ungewisses auszuprobieren. Jetzt in Bezug auf Essen, weil ich versuche es mir bekannte Sachen zu machen, klingt für mich nach Essen. Ja, aber die Frage kann ich nicht beantworten. Wir machen mal einfach vielleicht. Meine Regierung ist wichtiger als ich. Meine Regierung ist wichtiger als ich. Frau Merkel, wir haben da irgendwas zu besprechen, habe ich das Gefühl irgendwie. Inwiefern soll denn die Regierung wichtiger sein als man selbst? Und ohne das jetzt auf mich zu beziehen. Wenn die mal so denken würden, dass wir wichtiger sind als die, dann würde es uns allen besser gehen. Aber warum würde ich das so denken? Das ist ja Blödsinn. Nein, natürlich nicht. Das wird Schwachsinn. Alle Politiker sind gleich. Ich habe in den letzten Jahren keine politische Veränderung erlebt. Oh, das ist knifflig jetzt. Meine politische Änderung, ich sag mal so, also was die Politik von oben herab angeht, hat sich da wahrscheinlich wirklich in den letzten Jahren nicht viel geändert. Was zu sehr, sehr viel Scheiß geführt hat, den wir alle am liebsten, oder den die meisten am liebsten wahrscheinlich mittlerweile einfach wieder loswerden. Aber, boah, also irgendwie, alle Politiker sind gleich, ist ja falsch. Aber das Ding ist, die sich im Moment bewusst anders geben, sind auch gerade die, die ich am wenigsten haben möchte. Also müsste man dann mal irgendwie, ich weiß nicht, ist schwierig. Um es jetzt mal einfach zu machen, ohne da eine politische Aussage rein interpretieren zu wollen. Da muss jetzt keiner rumschreien, oh, wer kann denn so einen Scheiß, hast du nie gesehen. Wir machen es jetzt einfach mal, damit es einfacher ist. Ich sag's mal einfach, das ist wahr. Wir bleiben mal, was das angeht, bestenfalls etwas oberflächlich. Die Stärke meines Landes ist wichtiger als mein Wohl. Entschuldigung, was? Nein! Was sind das für Fragen? Neue Filme sind doof, ältere sind besser. Es gibt besser. Was ist das für eine Kacke? Vielleicht, ja. Es gibt mit Sicherheit ältere Filme, die toll sind, und es gibt aber auch neue Filme, die toll sind, habe ich mir sagen lassen. Zum Beispiel auch ein Remake, das im Moment sogar recht gut ankommt, scheinbar bei den Kritikern. Und hast du nicht gesehen von einem älteren Film, der womöglich was mit bösen Clowns zu tun hat. Das ist natürlich alles so gerade ganz. Vielleicht, ja. Vielleicht sind alte Sachen besser manchmal als neue. Vielleicht sind neue manchmal aber auch besser. Also ich persönlich würde nicht auf neue Serien und Filme verzichten wollen, und damit ich haufenweise Schwarz-Weiß-Filme gucken können, die am besten noch stumm sind. Wir sollten alte Ansichten hinter uns lassen und neue Ansichten finden. Das ist so schwarz. Das soll ein Psychologietest sein, hat mit Psychologie überhaupt nichts zu tun. Alle alten Ansichten. Was sind denn alte Ansichten? Es kommt drauf an. Alte Ansichten, dass beispielsweise gleichgeschlechtliche Ehe ein Werk des Satans ist, sollte man womöglich wegschubsen und sagen, nein, wir sind lieber tolerant und lassen Menschen leben, wie sie verdammt nochmal wollen. Viele neue Ansichten sind wahrscheinlich aber auch nicht so ganz richtig. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich sag jetzt mal einfach vielleicht. Ich merke jetzt schon, dass ich meistens falsch drücke. Wahrscheinlich mag ich Veränderungen sehr, sehr gerne laut diesem psychologischen Test. Das ist ja Wahnsinn. Wissenschaft sollte nicht Gott spielen. Es gibt Dinge, die besser unerforscht bleiben. Wie zum Beispiel die Psyche des Krutz. Deswegen wir diese Spiele spielen. Aber was heißt denn Gott spielen? Das heißt jetzt im Prinzip ja, dass wir dann nicht anfangen, was weiß ich, mit Terraforming auf dem Mars oder mit Klonung oder Klonung, sagt man das so? Wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Oder mit Abtreibung, dass solche Sachen,
Aber das hat ja mit Veränderungen nun nichts zu tun. Also ich meine, gut, es verändert sich was im Vergleich zu 1930, das ist mir auch klar. Aber also ich meine, das sind nur mal Sachen, die mittlerweile gegeben sind, habe ich das Gefühl. Aber ich sag mal so, die Wissenschaft sollte nicht Gott spielen, es gibt Dinge, die besser unerforscht bleiben. Ich glaube, den Satz kann man so stehen lassen. Man muss nicht zu 100% alles erforschen. Wenn ich mich jetzt auf den zweiten Satz konzentriere, würde ich das wahrscheinlich sogar so stehen lassen. Den ersten Satz, dieses komische, die komische Palaver von wegen nicht Gott spielen, lassen wir jetzt mal außen vor. Wir sagen jetzt mal einfach, ja, es gibt Dinge, die unerforscht bleiben sollten. Schätze ich mal, oder? Ich denke mal schon. Was immer die Religion uns sagt, ist richtig und sollte nie hinterfragt werden. Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus, ohne dass ich verbrannt werde? Womit wir dann auch wieder beim Thema Toleranz und gleichgeschlechtliche Ehe sind. Nein, das ist definitiv natürlich falsch. Alles, was hier, also es ist nie, mit Sicherheit nicht alles, was die Religion, alles, was in der Bibel, nicht alles, was in der Bibel steht, ist meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach, auf das moderne, aktuelle Leben zu übertragen. Nicht alles. Es ist übrigens ein sehr, sehr interessantes Thema irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin selbst, das sage ich jetzt mal einfach geradeaus, nicht sonderlich bis gar nicht religiös. Aber es gibt viele Ansichten, die da so haben, so von wegen Nächstenliebe und Turn the Other Cheek und was weiß ich noch was alles, die dazu beitragen, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass wenn wir alle oder wenn mehr Leute nach, ohne das jetzt auf Religion zu beziehen, dass mehr diese simplen Grundsätze wie halt beispielsweise Nächstenliebe, wenn mehr Leute danach quasi sich richten würden, dass es uns allen ein kleines bisschen besser gehen würde. Manchmal habe ich das Gefühl, aber das heißt natürlich nicht, dass alles auf Teufel komm raus, dass alles, was in der Bibel steht, irgendwie so auf das wahre und aktuelle moderne Leben übertragen werden kann. Das sehe ich persönlich nicht so. Aber wir sollten auf unser Land stolz sein, auch wenn wir nicht immer einer Meinung mit ihm sind. Wir sollten auf unser Land stolz sein. Ich kann noch keinem vorschreiben, worauf er stolz ist. Wenn irgendwer der Meinung ist, er müsste stolz auf dieses Land sein, dann soll er das gefälligst sein. Aber ich kann doch nicht jemandem vorschreiben, du sollst jetzt stolz auf dieses Land sein, sonst ba 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 ba. Das ist das Problem. So kann man ja nicht denken, nein. Wenn irgendwer der Meinung ist, ich finde Deutschland aus welchem Grund auch immer nicht ganz so toll, dann darf er ja nun mal der Meinung sein. Ich kann doch nie jemandem irgendwie meine Meinung aufzwingen, weil ich der Meinung bin, dass dieses ganz fantastisch toll, keine Ahnung, dass wir die Lindenstraße erfunden haben und ein Telefon oder so ein Scheiß, was wir nicht. Haben wir Telefon? Ist auch scheißegal. Warum? Warum würde ich das irgendwem aufzwingen, seine Meinung? Nein. Mit den Jahren wurde die Musik stetig besser. Boah. Also ist sie technisch oder geschmacksmäßig oder was? Ja, ich höre genauso gut lieber oder gerne moderne Alben, keine Ahnung, ich habe aber dafür auch mal irgendwas. Ich meine gut, ich habe jetzt natürlich die meisten Sachen logischerweise vor den 90ern sowieso nicht miterlebt oder zumindest so nicht bewusst miterlebt. Mitte der 80er geboren, aber da habe ich ja nie allzu viel von gemerkt. Aber keine Ahnung, man hört trotzdem, also so ein, keine Ahnung, Nevermind von Nirvana hört man dann schon auch nochmal ganz gerne, auch, was weiß ich, 25 oder was Jahre später. Also das ist so allgemein. Musik wurde stetig besser. Gibt so viele tolle Lieder von früher, das kann man so gar nicht sagen. Mal davon ab, gefällt mir der momentane, das, was im Moment Pop ist, gefällt mir persönlich überhaupt gar nicht. Allein deswegen würde ich schon sagen, dass es schlicht und ergreifend falsch ist. Allerdings ist es natürlich auch häufig so, dass wirklich Musik, ich sag mal, umfangreicher geworden ist. Und professioneller mit Sicherheit. Aber das macht die Sache ja nicht zwingend besser. 50-50, die Todesstrafe sollte für Kriminelle verwendet werden. Weil wir gerne Gleiches mit Gleichem verdingsen. Nein, das habe ich auch noch wahr gemacht. Das ist doch vollkommen egal. Politiker wissen, was gut für mich ist. Ja, sicherlich. Menschen können selbst Entscheidungen treffen. Dazu braucht es keine Institutionen. Wie jetzt? Alles selbst entscheiden? Dass wir in Selbstjustiz leben. Dass jeder Mensch entscheiden darf, wann jetzt irgendwer beispielsweise stirbt oder wie er sich jetzt an irgendwem vergeltet oder was auch immer. Das ist mit Sicherheit falsch. Das ist Schwachsinn. Wir sind nicht gleich. Manche haben mehr Verantwortung und Rechte. Mehr Verantwortung mit Sicherheit, aber mehr Rechte? Wieso würde irgendwer mehr Rechte haben? Also, das ist für Schwachsinn. Also, Herrschern und Regierung kann man nicht trauen. Grundsätzlich. Ich meine, gut, Herrscher klingt schon so. Also, keine Ahnung. Es ist gefährlich, über alle politischen Ansichten zu sprechen, vor allem über die Extremen. Es ist gefährlich, über die Ansichten zu sprechen. Ich finde diese Aussage gefährlich. Man muss über diese Ansichten sprechen. Man muss dahergehen und Menschen, die es teilweise nur mal schlicht und greifend nicht besser wissen, weil sie sich damit beschäftigt haben. Es ist heutzutage so, dass häufig die Leute, die am lautesten schreien, bekommen aus irgendeinem Grund auch sehr, sehr viel Vertrauen. Die am lautesten schreien und die vor allem, die am publikumswirksamsten reden, die bekommen am meisten Aufmerksamkeit und teilweise auch am meisten Vertrauen. Und das ist aber doch nicht richtig. Nur weil irgendwer gerade zufällig an einem Rednerpult steht und irgendeinen Scheiß da raus posaunt und irgendwelche Idioten da stehen und sagen, alles richtig, das haben wir irgendwann auch Mitte der 30er Jahre schon mal erlebt, war ziemlich scheiße. Das sollte man, nicht über diese Ansichten zu reden ist Blödsinn. Man muss
man muss drüber reden und Leuten auch sagen, okay, das, was die jetzt sagen, ist immer Schwachsinn, weil es gibt immer Leute, die sich damit nicht so genau beschäftigen, die, keine Ahnung, sich über die Vergangenheit nicht bewusst sind. Das gibt's nun mal. Wenn man aber sich dann mal dahinsetzt und beispielsweise, was weiß ich, sag es mal, mit seiner Oma redet, irgendwie, hör mal, Oma, wie war das denn damals? Dann sagt Oma dir zu 99%, hör mal, Junge, wollen wir nicht zwingend nochmal so haben. Mach das mal lieber nicht. Und dann geht man daher und, keine Ahnung, anstatt dann zu sagen, ich rede jetzt nicht darüber, weil irgendwas totgeschwiegen, Totschweigen bringt absolut gar nichts. Es muss drüber geredet werden. Wir müssen Leute, oder was heißt wir, Mann, grundsätzlich, sollte eher aufklären, als zu sagen, nee, mag ich jetzt nicht. Dieses ganze Getue von wegen, ja, der hat jetzt die und die gewählt, die streiche ich jetzt aus meiner Facebook-Liste. Anstatt mal daher zu gehen und sich darüber zu unterhalten und zu sagen, warum ist das jetzt überhaupt so? Einfach mal fragen, was soll das denn jetzt? Weißt du, Leute, lieber anstatt blind zu hassen, auf welcher Seite man jetzt auch immer steht, einfach mal sagen, okay, pass mal auf, das ist aber nicht ganz so richtig, was du hier gerade verzapfst. So, und deswegen sollte man natürlich nicht aufhören, über politische Themen zu sprechen. Das ist total, das ist absolut falsch. Es gibt nur richtig oder falsch, nichts dazwischen. Oh. Ja, natürlich. Veränderung kann schlimmer sein, kann zu schlimmen Zeiten führen. Wir bleiben lieber dort, wo wir jetzt sind. Menschen brauchen nicht noch mehr Rechte. Ach Gott, was sind das für Fragen? Vielleicht brauchen wir, Soldat zu sein, ist meine Pflicht. Nein. Ich wurde übrigens ausgemustert. Ja, damals die Geschichte von meinem Knie, die habe ich ja mal erzählt. Und aufgrund dieses Knies, weil ich damals relativ frisch aus von der Operation kam und gar nichts ging, wurde ich damals ausgemustert und musste weder zum Bund noch zum Zivildienst. War fantastisch. War sehr, sehr glücklich über mein Knie plötzlich. Länder sollten sich nicht in ihrer Vergangenheit festfahren. Wie würde das denn funktionieren? Also ich meine, natürlich sollte man das nicht. Man sollte natürlich schon die Verantwortung, man sollte sich über seine Verantwortung bewusst sein. Da können wir als Deutsche ja ganz gut von reden und ein Lied von singen. Man sollte sich über die Vergangenheit bewusst sein und diese nicht wie einige Herrschaften es gerne so hätten, totschweigen. Thema Totschweigen mal wieder. Sondern man muss sich natürlich darüber bewusst sein, aber festfahren sollte man sich natürlich nicht. Natürlich nicht. Allein das Wort festfahren heißt ja schon, dass man weder vor noch zurück kann. Und das ist natürlich immer falsch. Länder sollten sich natürlich nicht in ihrer Vergangenheit festfahren. Religion hilft unserer Gesellschaft eine Menge. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, auch wenn ich selbst nicht gläubig bin, hatte ich ja gerade gesagt, glaube ich schon, dass es wirklich auch Menschen gibt, die denen Religion wirklich hilft. Dass man irgendwas hat, woran man sich festhalten kann in schweren Zeiten oder irgendwas, worauf man einfach nur aufsehen kann. Wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat gar nichts mehr. Dass man sich dann zur Religion wendet und an irgendwas glaubt, was einfach da ist. Wenn es das einzige Gute ist, auf das man in der Welt überhaupt noch glaubt. Denke ich schon, dass Religion unserer Gesellschaft eine Menge helfen kann. Religion ist nicht nur positiv. Das, sag mal, bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gibt sehr, sehr viel, offensichtlich sehr, sehr viele negative Sachen, die auf dieser Welt rein und ausschließlich durch Religion entstanden sind, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann in der Form, was ich sehr, sehr traurig finde, dass man einer simplen Sache wie Glaube oder Glauben, dass man aus so einer Sache sowas wie Krieg macht oder Hass. Warum? Lass da jeden glauben, wer der will. Ist doch scheißegal. Wenn ich dran glaube, dass, keine Ahnung, morgen ein Eichhörnchen in meinem Garten landet und mir eine goldene, eine goldene Nuss bringt, dann lass mich doch dran glauben. Ist doch scheißegal. Stört doch keinen. Es hat keinen Einfluss auf irgendwen, an was ich glaube und an was nicht. Sollte es meiner Meinung nach zumindest nicht. Und dennoch denke ich allerdings, dass Religion wirklich hilft. Das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Wenn mehr Leute sich an diese simplen Grundlagen halten würden, du sollst nicht lügen, bla bla bla, die 10 Gebote im Prinzip. Ich glaube schon, dass es uns dann grundsätzlich, glaube ich, besser gehen würde. Daran glaube ich schon. Einfach nur, weil es... Ja, die goldene Regel der Philosophie ist ja selbst ist auch nichts anderes. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ganz einfach. Wenn man sich daran hält, ich glaube schon, dass das dazu führen würde, dass wir in einer etwas sauberen Gesellschaft leben würden, mit etwas mehr Zusammenhalt und etwas weniger Misstrauen gegenüber vielen anderen. Du sollst nicht töten. So viel zum Thema Religion und Krieg und hast du nicht gesehen. Du sollst nicht töten. Ausrufezeichen. Ich bin wirklich der Meinung, dass das helfen würde. Deswegen, ja, ich glaube... Sie hilft unserer Gesellschaft eine Menge, ist allerdings nicht zu 100% positiv. Ist nun mal leider so. Neue Ideen sind mir immer willkommen, auch Ideen, die ich nicht mag. Die Ideen, die ich nicht mag, sind mir nicht immer willkommen. Was ist das für eine Frage? Natürlich sind mir nicht Ideen, die ich nicht mag, immer willkommen, Alter. Kameras auf den Straßen verletzen die Privatsphäre. Boah. Ich sag mal so, an öffentlichen Plätzen empfinde ich das ehrlich gesagt nicht so. Weil wenn ich an einem öffentlichen Platz, nehmen wir mal jetzt unter beispielsweise den Kölner Dom, wenn ich auf der Domplatte stehe, unter Tausenden von Menschen und dann da irgendwo eine Kamera installiert ist, um da irgendwas zu überwachen oder von mir aus auch Bahnhöfen, was weiß ich, dann zu erzählen, das ist jetzt meine Privatsphäre unter Tausenden Menschen, das halte ich für grenzwertig. Also das, ich sag mal so, wenn die uns jetzt hier privat in den Wohnungen überwachen würden,
sagt er und guckt in eine Kamera auf seinem PC, dann wäre das natürlich fürchterlich, aber was heißt auf den Straßen? Einfach nur so willkürlich auf jeder Seitenstraße wäre natürlich dann auch schon wieder ein bisschen komisch. Aber sag mal, an öffentlichen Plätzen ist jetzt die Frage, sind damit jetzt öffentliche Plätze auch gemeint oder nicht? Ich mache es mal einfach vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Abschlussdetails. Sie 8, normal 16,5. Ich mag Veränderung. Im Moment extrem. Ziemlich genau die Mitte. Extrem. Bitte, wie geht das denn? Abschlussdetails. Mag ich Veränderung? Du magst Veränderung. Niedrige Punktzahl, Veränderungen machen dir nichts aus. Du bist fortschrittlich und hältst nicht an alten Dingen fest. Du bist offen für neue Ideen und bist zukunftsorientiert. Achtung, dieser Test dient ausschließlich zur Unterhaltung. Entschuldigung, aber das ist serious business hier. Die normale Punktzahl ist nicht die beste. Extreme Punktzahlen zeigen gewöhnlich Fehler in Persönlichkeit. Also habe ich einen Fehler in Persönlichkeit, ja? 50% ist extrem und ich habe einen Fehler in Persönlichkeit. Ja, heilige Scheiße, ich habe einen Fehler in Persönlichkeit. Wie traurig ist das denn jetzt? Ich will keinen Fehler in Persönlichkeit haben. Wir haben das gemacht. Der Sex haben wir auch noch. Bin ich befriedigt? Bin ich konservativ? Bin ich eine Sexmaschine? Oder denke ich männlich? Das Kamel, der Berg. Meine Damen und Herren, für das Kamel und der Berg bitte den Like-Button kaputt, busch, busch, kloppen und so weiter und so fort. In den Kommentaren, welche von diesen wunderbaren Tests müssen wir zwingend noch machen? Und was zur Hölle kommt bitte beim Kamel raus? Bin ich eins? Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.